Hallihallöchen, liebe Leute, und herzlich willkommen zurück zu Remothered. Ja, es ist jetzt schon, ja, man kann sagen, mega lange her, wo ich die letzte Folge gespielt habe. Deswegen muss ich jetzt hier erstmal kurz schauen, was wir jetzt hier eigentlich machen müssen. Also, ich kann mich noch daran erinnern, dass wir in der letzten Folge irgendwie so eine Art Monster begegnet sind. Und irgendwie ein Mädchen getroffen haben zum Ende hin der letzten Folge. Und ich kann auch mal kurz schauen, was wir aktuell machen müssen. Ziele: Finde einen alternativen Weg, erkunde das Haus. Erreiche den Dachboden, verfolge das Mädchen, genau. Das war so ein bisschen was. Finde, was auch immer du brauchst, um die Leiter im Keller zu aktivieren. Okay. Alles klar. Hier scheint irgendjemand. Gerade rumzulaufen, wie es aussieht. Aber was sind das jetzt für weiße Punkte hier? Wir müssen natürlich irgendwie probieren. Hier scheint es. Okay, hier kann man sich unter das Bett verstecken. Und es scheint nicht der Dachboden zu sein. Frage ist nur, wie geht's hier zum Dachboden? Also hier oben scheint ja schon der höchste. Scheint ja schon der höchste Punkt zu sein eigentlich. Es wäre doch cool, wenn man irgendwie eine Karte oder sowas hätte. Ist der Mr. Felton immer noch rum oder ist es jetzt nur dieses Monster, wo da rumläuft? Das würde ich gerne wissen. Also es ist ja wie gesagt schon ein größeres Update erschienen, zuletzt und
zu. Da ist offen. Also ich glaube, Mr. Felton, der rennt jetzt hier nicht mehr rum. Aber dafür dieses komische Monster oder was das sein soll. Frage wird es halt sein, wo geht's hier zum Dachboden? Alles klar. Ich glaube, das war sehr knapp. Können wir uns hier nochmal umschauen? Aber hier ist ja auch nichts mehr gewesen. Oh, ich bin gerade voll angespannt. Also, wie geht's jetzt aufs Dachgeschoss? Das ist die Frage.
auch nirgendwo hin. Okay, wir warten kurz. Ich werde da unten wieder lang gerannt. Also wir müssen, wie gesagt, irgendwie probieren, auf das Dachgeschoss zu kommen. Es ist halt manchmal so ein bisschen Geduldsspiel. Jetzt gar nicht wo, aber es war glaube ich hier. Ich meine mich zu erinnern, in der letzten Folge zum Schluss kam aus dem Raum, wo die tote Frau lag, kam da irgendwie Musik raus. Ich meine mich aber noch ganz vage zu erinnern. Es ist wie gesagt schon echt eine Weilchen her, wo ich zuletzt gespielt habe. Deswegen würde ich auch sagen, schauen wir uns da vielleicht nochmal um. Bevor ich jetzt hier noch 100 Mal durch die ganzen Etagen laufe, schaue ich mich hier nochmal kurz um. Mal schauen. Wo ist die hin? Weil die sah sehr tot aus, wo wir die gesehen haben. Okay, krass. Die rote Nonne von Cristo Morent, Bewirtschafter der Rosso Gallo Plantage 1970. Während des Feuers auf das Feld hat jemand überlebt. Es ist sie. Ich erkannte sie. Es war, als würde sie Celeste verfolgen. Ein paar Tage nachdem sie heimkam, zeigte sie sich kurz an der Tür. Richard zufolge ist das ein Zeichen Gottes. Er glaubt, dass uns das helfen wird, unser Baby zurückzubekommen. Aber das ist kompletter Schwachsinn. Sie ist unser Baby. Seine Besessenheit für Jod endet darin, dass er uns alle tötet. Diese Nonne, eine Arbeiterin auf dem Feld, die Tochter der Ashmans. Sie schaffte es, diese widerlichen Motten zu kontrollieren. Sie wurde ein Teil von ihnen, aber ich habe sie ausgeräuchert. Sie will Rache für den zweiten Prototypen des Phenolyx, für alles, was wir getan haben. Und jetzt hat mich Richard dazu überredet, mich zu Hause einzusperren, zusammen mit Celeste in ihrem Zimmer. Ich kann hier nicht viel machen. Ich hätte aber irgendwas unternehmen müssen. Ich hätte Richard stoppen müssen, dieses verdammte Wyman, wenn ich doch nur Dinge registriert außer Kontrolle. Ich muss jetzt etwas... Ja, irgendwie komme ich nicht weiter runter. Keine Ahnung. Was? Was?
passiert jetzt? Okay, ich würde sagen, wir gehen schnell dahinter. Da ist bestimmt irgendwas zum Aufheben. Ja. Ich würde sagen, wir verstecken uns mal. Das ist, glaube ich, keine schlechte Idee. Ich weiß jetzt nicht, wer genau kommt. Ob jetzt der Herr Felten uns noch verfolgt oder ob diese komische Nonne uns noch verfolgt. Ich kann es gar nicht sagen. Ich glaube aber, das ist die komische Nonne. Ich überlege gerade, wo war dieser Zugang zum Dachgeschoss? Ich kann mich echt nicht mehr so genau daran erinnern, wo das war. Ist jetzt weg oder nicht? Finde ich schon mal cool, wenn dieses komische Viech da in der Nähe ist, dann flackert immer das Licht. Ich wage es jetzt einfach. Frage ist jetzt nur, wo war dieser Zugang zum Dachgeschoss? Also wir haben jetzt irgendeinen Regenschirmhalter gefunden. Der wird ja mit Sicherheit noch sehr von Nutzen sein. Ich weiß nur noch nicht ganz, für was wir den benutzen sollen. Läuft jetzt hier irgendwo rum. Das Licht flackert ganz schön. Okay, da vorne sieht es gut aus. Kann man denn die Gegenstände benutzen, verdammt? Ich muss jetzt hier mal irgendwie, will das jetzt gerade nicht. Keine Ahnung, irgendwas ist jetzt hier falsch eingestellt. Ich kann auch nicht aufs. Das passt eigentlich. Steuerung. Ich mache hier mal einen kurzen Cut und wir sehen uns gleich wieder. Bis dann. Ciao, ciao. So, Leute, willkommen zurück. Und jetzt funktioniert es auch mit der Steuerung wieder. Ich mache jetzt noch mal kurz das. Das habt ihr zwar von uns, habt ihr zwar schon mal gesehen, aber jetzt kann man zumindest auch mal diesen Text vielleicht doch noch mal zu Ende lesen. Es war nämlich vorhin die Gamepad-Steuerung eingeschalten. Deswegen konnte ich den Text auch nicht ganz lesen. Okay, ich muss jetzt etwas tun. Ich muss handeln. Ich muss es für sie tun, bevor die Hypnose Wirkung zeigt. Bevor ich es vergesse. Bevor es zu spät ist. Cortison kann sich immer noch erblinden lassen.
kann sie immer noch erblinden lassen. Es kann töten. Okay, jetzt fällt wieder das Teil runter. Jetzt weiß ich zumindest, für was dieser Regenschirmhalter gedacht ist. Also, ja, um die Klappe zu öffnen fürs Dachgeschoss. Würde ich sagen, gehen wir schnell dahin, schnappen uns das Teil. Dann verstecken wir uns. Komm, nimm das Ding jetzt auf. Okay, alter Regenschirmgriff. So, dann schnell verstecken, dass uns keiner sieht. Na, warte mal kurz, bis diese hässliche Nonne da weg ist. Oder was auch immer das sein soll, keine Ahnung. Na komm jetzt. Oder willst du nicht? Hallo, das war so laut, das muss er gehört haben. Irgendwas summt auf jeden Fall. Sehr merkwürdig. Will nicht. Alles klar. Komisch. Sehr, sehr komisch, dass das Vieh jetzt nicht gekommen ist. Ich nenne es einfach mal Vieh. Das ist ja irgendwie. Ja, Nonne wird das Ding beschrieben, aber weiß nicht, für mich ist es eigentlich keine Nonne. Oh, ja, toll, jetzt kommt es. Ja, nimm doch die scheiß Waffe, du. Oh, du bist doch eine Hex. Blöde Hex, du. Schuss sagen, die kann man gut abhängen. Stop, Sister! Ja, ich stopp aber nicht. Geh ich gar nicht rein. Ja, findest mich nicht mehr, oder? So, ganz ruhig. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done. The ones who show thee up here will be saved from the flames. Das war knapp. Nein, so runter, weit runter wollte ich jetzt eigentlich nicht rennen unbedingt. Aber ja.
Frage war, oh, war das hier? Da vorne war das, ich würde aber sagen, wir tun uns erstmal heilen. Bevor ich jetzt irgendwas mache, tun wir uns erstmal heilen. Und speichern. Sind wieder geheilt. Der Spiegel ist fast kaputt. Alles klar. Immer meint, die wäre hier irgendwo. Sollte hoffentlich funktionieren. Macht natürlich auch gar keinen Krach. Aber wir haben zumindest schon mal den Dachboden gefunden. Was sehr gut ist. Oh Gott, hier drin sieht es ja auch wieder sehr einladend aus. Alter, was ist hier los? Okay, da gibt's noch irgendwas. Sieht so aus, als würde hier ein kleines Mädchen leben. Ja, es ist naheliegend. Das haben wir ja auch gesehen, wie es auf den Dachboden gerannt ist und hinter sich zugemacht hat. Aber die Puppen machen mir ehrlich gesagt mehr Angst. Oh Gott. Neues Haus, neues Geschäft, neues Leben. 1965 beim Auspacken Ariana und Jill. Ich bin Jennifer. Was ist da durchgestrichen? Oh oh. Cool. Leute, Horror pur, sage ich euch.
Wie gesagt, das Bild kennen wir jetzt schon, aber was soll ich jetzt hier noch? Gucken wir mal kurz. Inventory. Finde einen alternativen Weg, finde, was auch immer du brauchst, um die Leiter. Es gibt halt nicht mehr viel, also hier oben. Alter! Was? Ah, Jungs, hey. Boah, Mädel. Was? Aua. Ach du Scheiße, Leute. Der Bürgermeister drückte seine Solidarität aus mit den Opfern aus. Die Verantwortlichen versuchen, Licht ins Dunkle zu bringen. Innocent air about her, who approached the man with the pretext of lighting a cigarette. The woman then attacked the man, wounding his head. The wanted person, aged between 30 and 40, then browsed through the man's briefcase containing confidential information about the users who asked for the phone line to be repaired. She stole the man and started driving to an unknown destination, leaving the man unconscious. The authorities are now checking for any evidence that the woman might be looking for a particular address. Although the man is now out of danger, he has suffered lesions and a concussion and has been admitted to a hospital nearby. A few hours ago, the authorities provided an identikit of a woman based on the victim's description. We invite you to contact us if you find yourself in the presence of this woman, or if that you have woman seen a looks like you. Who are you? I hope you'll forgive me for before, but you mustn't touch my things. My things are mine. Go down the loft. What happened to that door? Richard made it disappear. He doesn't want anyone to go in. What do you mean? That door no longer exists. There is now a wall. A wall behind the fireplace. A fireplace? There, you're gonna find what you're looking. Okay. It's 23 Skidoo. Hello, Miss Stinky. I don't want. Komm doch jetzt immer, ne? Bin ich doof. Everything was all right with Mommy. Daddy was away. Ist das der Kamin da gemeint oder ein anderer? Ich würde sagen, diese Frage beantworte ich in der nächsten Folge. Wie immer, wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Däumchen nach oben da. Ich sag vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.